Hallo, ich bin Tina von der Stiftung Lesen. Schon ganz früh fangen Kinder an, sich spielerisch mit Statik zu beschäftigen, beim Bauen mit Bauklötzen. Natürlich macht es dann am meisten Spaß, den Turm zum Einsturz zu bringen. Heute möchten wir aber etwas entstehen lassen aus ungewöhnlichen Baumaterialien, das stabil ist. MINT und Vorlesen in Aktion. Heute Statik. Bauen und Konstruieren. Das T in MINT werden wir heute nicht nachbauen, aber es wird bestimmt so manche abenteuerliche Konstruktion geben. Und eine passende App und zwei Bücher haben wir natürlich auch mit dabei. Für echte Erfinder ist die Spiele-App Pettersons Erfindungen Deluxe. Hier muss man den berühmten Duo Patterson und Findus helfen, fantasievolle Maschinen zu konstruieren. Stoff für zahlreiche spielerische Anschlussaktionen rund ums Thema Bauen liefert das Kinderkünstlerbuch voll gemütlich. Einfach passende Seiten für die Kinder kopieren und zum kreativen Ausproben mit in die Vorlesezeit bringen. Der Titel Treppenfenster Klo versammelt die ungewöhnlichsten Häuser der Welt. Immer auf zwei Doppelseiten wird mit witzigen Illustrationen und kurzen Texten ein Gebäude vorgestellt. Parallel lernt man auch noch viel zu verschiedenen Baumaterialien. Achtung! Bei diesem kreativen Bauvorhaben ist die Gefahr wirklich groß, dass eine Bausubstanz noch vor Vollendung des Kunstwerks aufgegessen ist. Denn dafür brauchen wir köstliche Marshmallows und Spaghetti. Und natürlich ganz viel Fantasie oder ein architektonisches Vorbild zum Nachbauen. Wie soll denn mit so einer dünnen Spaghetti ein ganzer Turm oder eine stabile Brücke gebaut werden? Die bricht doch ganz leicht. Aber mit Hilfe der Marshmallows, die wir als Steckverbindung zwischen den Spaghetti nutzen, kann man wahre Meisterwerke, die sich nicht so leicht zerstören lassen, entstehen lassen. Dazu kann man die Spaghetti natürlich je nach Bedarf kürzen. Man muss schon ein bisschen tüfteln und ausprobieren. Wenn das erste Bauwerk nicht gelingt, nicht frustriert sein. Man lernt mit jeder Spaghetti dazu. Je mehr Nudeln miteinander verbunden werden, desto stabiler wird die Konstruktion. Naja, ein bisschen schief, aber der Eiffelturm-Nachbau steht. Je nach Alter der Kinder kann man hier ganz einfache Türme bauen oder sich tatsächlich anhand von Beispielen an einem Nachbau versuchen. Egal ob in der eigenen Küche, in der Bibliothek oder auf dem Schulhof. Nach Lebensmitteln als Baustoff versuchen wir es jetzt mit Papier. Auch nicht gerade stabil, so ein Blatt Papier, oder? Wieder brauchen wir dafür nicht viel. Neben ausreichend Papier nur noch Küchengummis und ein schweres Buch. Wir beginnen mit einem Blatt Papier. Es wird aufgerollt und mit einem Küchengummi befestigt. Mal schauen, ob das eine Blatt das Buch schon halten kann. Nein. Jetzt versuchen wir es mit mehreren Papierrollen, die auch untereinander mit Küchengummis befestigt werden. Wird das Buch die fünf Papierrollen auch zerquetschen? Der Versuch kann nun endlich weitergeführt werden. Wenn die Konstruktion nicht mehr einbricht, kann auch ausprobiert werden, wie viel Gewicht noch hinzugefügt werden kann, bis das Papier nachgibt. Die Erklärung ist leicht, aber der Lerneffekt groß. Durch das Hinzufügen von weiteren Papierrollen erhöht sich die Fläche, auf die das Gewicht des Buches verteilt wird. Ich finde, davon kann man gar nicht genug bekommen. Wer braucht denn da noch Bauklötze? Bauaktionen haben auch immer viel mit Gruppenaktivität zu tun. Das heißt, die Kinder schulen zusätzlich ihre Teamfähigkeit. Da wird diskutiert und auch Ideen mal ausprobiert in der Gruppe. Das heißt, ihre Vorleseaktion darf diesmal auch ruhig etwas lauter und turbulenter ausfallen.